Homer ist noch ganz benommen, hat er doch von Bart einen Tortenboden, Bananen und Kokosraspel jetzt geschenkt bekommen und will nun jetzt aus diesen leckeren Sachen mit Bart zusammen eine Kokossahnetorte mit Bananen machen. Bart kann es noch kaum fassen, will Homer ihn doch nicht von den Bananen und dem Kokosraspel naschen lassen, wenn man da mal nicht vergisst, dass Bart doch gerne Bananen und Kokosraspel isst. Homer es auch nicht bestreitet, schnell wurden die Bananen und ein halber Liter Pudding mit Sahnegeschmack zubereitet. Man kann auch nicht verweilen, muss man dann doch den Pudding und die Bananen gleichmäßig auf dem Tortenboden da verteilen. Ist der Pudding auf dem Tortenboden kalt, schlägt man dann die Sahne halt. Wie kann es denn auch anders sein? Zum Schluss rührt man in der geschlagenen Sahne noch etwas Kokosraspel rein. Homer hat sein Ziel erreicht, wenn er die Sahne auf der Torte streicht. Man tut es dann auch nicht bereuen, tut man noch Schokoraspel auf der Torte streuen. Marge und Lisa geben genau drauf Acht, wie Homer so die Torte macht und lassen sich immer wieder aufs Neue von Homers Backkünsten überraschen, wenn sie dann von Homers Torten naschen. Wie es sich schon vermuten lässt, geht es zu aufs Weihnachtsfest. Bevor Homer die Torte zu essen will versuchen, dekoriert Homer die Torte noch mit Lebkuchen. Homer bekommt einen riesen Appetit, wenn er die leckere Kokos-Sahnetorte mit den Bananen jetzt so sieht und schneidet auch gleich die Torte an, damit er ein Stück Torte essen kann. Auch Marge und Lisa haben Glück und bekommen von der Torte beide da ein großes Stück. Wie man schon vermuten tut, schmeckt die Kokos-Sahnetorte mit Bananen auch sehr gut und alle sind jetzt fasziniert, hat Homer doch wieder ein neues Tortenrezept ausprobiert. Homer stellt nun fest, dass eine Kokos-Sahnetorte mit Bananen sehr lecker ist und sich ganz schnell und einfach zubereiten lässt. Homer tut jetzt kund, Bananen und Kokosraspel sind sehr gesund und isst jetzt etwas schneller, sieht er doch schon das nächste Stück Kokos-Sahnetorte mit Bananen da auf seinem Teller. Homer wird nun bange, denn die Torte hält nicht lange, sollte man dann nicht vergessen, wenn alle jetzt noch ein Stück Torte essen. Homer bedauert es halt sehr, denn wenn Marge, Lisa und Bart jetzt noch ein Stück Torte essen, hat er keine Torte mehr und kann es gar nicht fassen, will Marge, Lisa und Bart, wenn dann die Torte aufgegessen ist, Homer wieder ein neues Tortenrezept ausprobieren lassen. Homer will die Zeit jetzt nutzen und will den Rest der Kokos-Sahnetorte mit den Bananen noch verputzen, weil ihm halt die Torte schmeckt und er dabei den Geschmack der Kokos-Sahnetorte mit den Bananen entdeckt.